Hallo und willkommen zurück. Ich wollte nicht darauf. Ich wollte euch zeigen, wie weit die Schwangerschaft ist. Wir haben noch 3,5 Minuten und dann kommt unser erstes Baby zur Welt. Yeah, der Dödi. Und dann, wenn wir den haben, oder diejenigen, könnten ja auch mehrere werden, dann packen wir die Eier da rein. Ich habe ja alle drei hier im Inventar. Ich hoffe, ich esse keins davon. So, ich nehme schon mal ein paar Majos hier. Für den Dödi. Ich will nur unterbinden, dass uns irgendwas stirbt, weil da habe ich auch echt ein Händchen für, dass mir die Babys wegsterben. In der Zwischenzeit habe ich da hinten noch das Inventar in meiner Werkbank mal sortiert, weil ich da gar nicht mehr durchgesehen habe. Mal die Rüstung und die Waffen und Baupläne und so weiter einmal in Ordner gepackt. Der Greif ist ja soweit bestückt schon mal für die neue Basis, so ein paar Sachen, die wir sowieso schon brauchen können. Ein paar Bauteile, ein paar Werkbänke und so. Dann kommen die Tiere ja noch mit. Und das ist hier übrig geblieben aus der Werkbank. Ich nehme das einfach mit rüber, außer die Rezepte, die lasse ich hier in der Hauptbase. Na, mal schauen, was wir so alles mit rüber nehmen. Es ist ja nicht sonst wo, ne? Man kann ja jederzeit wieder herkommen. Ich würde, nachdem wir hier die verpaart haben, würde ich nochmal auf Polymer Farming gehen. Weil ich gerne auf der anderen oder an der anderen Base auch noch einen Briefkasten hätte, weil dann kann man da immer schön die Tiere hin und her schaufeln und ein paar Items hin und her schaufeln. Das ist ganz nice. Nett. So, 2 Minuten noch. Beeren habe ich. Ja. Hier ist jetzt nichts weiter. Aber hier dieser Egg-Inkubator kommt natürlich dann nachher in den Schrank da rein. Ach, es ist spannend. 1,5 Minuten. Ich laufe mal ein bisschen im Kreis. Man nennt es auch Kreislauf. Und warte derweil. Ich bin so neugierig. Ne? Was haben wir denn für Farben? Dunkelblau und schwarze Pünktchen. Untenrum sehen sie beide fast ähnlich aus und der ist hier weiß mit schwarzen Pünktchen. Alle wurden benannt, das ist super wichtig. Außer die Vögel, ne? Oh Mist. Ich habe die Vögel nicht benannt, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist sogar sehr ärgerlich. Das machen wir gleich nochmal. Wenn das Baby da ist. Aber ich glaube, es ist jetzt zu spät, denn nachher in der Ahnenlinie wird Argentavis stehen und Pteranodon. Und das war's. Ach ja, egal. So, noch 30 Sekunden und dann geht es los. Ich denke, ihn werden wir hier nicht mehr erwischen in dieser Folge. Das wird mir ein bisschen zu eng nachher. Das machen wir dann in der nächsten Folge, aber die hier schaffen wir alle 4. Ankylo, die beiden Vögel und den Dödi. So. 3, 2, also geht super hier mit dem Countdown. Gar nicht, nämlich. Na, wo bist du? Wo denn? Was ist denn der Dödi? Abbrechen. Du kommst mal bitte zu mir, ja? Folge mir bitte. Ja, sehr schön. Hier lang. Okay, du siehst genauso aus wie die Mutti. Da ist nichts Blaues drin. Das finde ich echt schade. Kommst du da nicht durch? Alter, lass mich durch. So, hier lang. Komm her. Okay. So, wir deaktivieren das Wandern. Du folgst mir nicht mehr und du bekommst Bärchen.
So. Das ist schon mal gut. Aber leider, leider bist du ohne Blau. Bevor ich jetzt die Eier da wieder hinpacke, möchte ich erstmal ganz kurz die beiden Vögel noch benennen, obwohl ich denke, dass es zu spät ist. Du bist ja so ein bisschen pass auf, jetzt wird's richtig kreativ. Yellow Butt. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Jetzt fange ich wieder mit den Farben an. So, das ist Yellow Butt. Ich hoffe, dass das noch übernommen wird in die Ahnenlinie, aber ich befürchte, boah, du siehst so geil aus, ey. Boah, ich hoffe, euer Baby bekommt die schönsten Farben. Nicht so wie der Dödi. Nein. Name. Hä? Was für ein Jerboa? Was? Wo habe ich denn Dilo? Ich nenne ihn Bubble. Ich weiß jetzt nicht, oder sie nenne ich Bubble. Weil sie mich irgendwie an, weiß ich auch nicht, an Kaugummi erinnert oder sowas. Wer ist gestorben? Also ich hatte einen Jerboa, glaube ich. Ich hatte doch einen Jerboa gezähmt. Dir geht's noch gut, ne? Moment. Ich hatte einen Jerboa. Und ich hatte auch einen Dilo. Und ich habe hier gerade Kasala da unten. Scheiße, das heißt, die sind da tatsächlich reingelaufen. Ich brauche sofort mein Argentavis. Mist. Schön, das war mein Dilo. Und ich hatte einen Jerboa. Moment mal bitte. Boah, ich bin gerade ein bisschen pissig, weil den Jerboa hatte ich auf der Schulter. Und die verlassen ja die Schulter, wenn du aus dem Spiel rausgehst. Jetzt lass mich doch mal da rein, verdammte Kiste, nochmal. Und du geh mir nicht auf den Brenner mit deinem schrecklichen Durst andauernd. Ernsthaft. Sag mal, seid ihr jetzt alle verknäuelt hier, oder was? Was ist denn mit euch? Und warum hast du schon wieder Durst? Wieso trinkt er denn nicht?
Alter, was ist denn das hier für ein Scheiß? Komm mal her jetzt, wer auch immer du bist. So. Herkommen. Denn den Jeboa habe ich einfach oben in meinem Schlafzimmer gehabt. Was für eine... Hallo? Und jetzt hänge ich auch noch fest, oder? Oh, sorry, ja, aber mir geht das gerade richtig auf den Brenner. Jetzt falle ich runter. Okay. Was ist denn das für ein Dreckskack hier? Jetzt mal ehrlich. So. Tür zu. Wenn man nicht versteht, warum das jetzt passiert ist und hier oben alles zu ist. Wie kommt denn der Jeboa da bitte hin? Der Dilo ist klar. Der Dilo war draußen auf der Terrasse. Der stand genau hier. So, alles klar. Aber warum mein Jeboa? Gut, dann ist er hier durchgelaufen. Schön durchs Fenster raus und immer gib ihm. Nee, cool. Der war hier irgendwo, ne? Oder saß hier, glaube ich. Von einem 140er Argentavis gekillt. Was? Ach nee, hier unten. Da, von einem Dilo. Von einem Dilo. Okay, gut. Müssen wir jetzt einmal... Wissen wir Bescheid für die Zukunft? Immer schön die Fenster zumachen. Ja, das ist auch wichtig im Real Life übrigens. Immer schön Türen und Fenster zumachen. Man weiß nie, wer einen überrascht. So, jetzt habe ich ja schön meine Zeit schon wieder verplempert. Und der Dicke hier ist wahrscheinlich auch schon tot. Nein, ist er nicht. So, aufgepasst. Folgendes tun wir jetzt. So, du kriegst erstmal noch ein bisschen Gedöns hier rein. Wo sind denn die Majors? Kannst du schon über den Trog futtern? Nee, ab 10%. So, dann kriegst du hier noch ein paar Majors rein. Oder andere Bären, ist ja völlig egal, was für Bären letztendlich. So, bitteschön. Guten Appetit. Und hier starten wir jetzt einmal mit dem befruchteten Tyrannodon-Ei. So. In 39 Sekunden, 37 Sekunden geht es ab. Mal gucken, was da rauskommt. Yellow Butt und Orange Butt. Wir sind gespannt. Ich glaube, ich muss unten bei dem unteren Stall noch einen Zaun drum bauen. Das geht so nicht. Das gefällt mir nicht. Wenn da so ein Kack-Dilo einfach rankommt. Na gut, mein Jeboa war ein bisschen bescheuert und mein Dilo war ein bisschen bescheuert. Die sind einfach rausgelaufen. Okay, Achtung, gleich geht's los. Hallo, willkommen in der Welt. Weiß ich noch nicht, wie ich dich nenne. Du bist orange. Erstmal deaktivieren. Du folgst mir bitte. Ich hol dir ein bisschen Fleisch. Ich habe gar keine Nanny. So. Mahlzeit. Was haben wir denn hier für Werte?
Gewicht ist schon mal relativ gut, das nicht so. Nahkampf ist heftig. Bei dir? Level 194, Level 233. 194. Okay, nächster. Halt. Wir nehmen das Ankylo-Ei. Als erstes. Und ganz zum Schluss dann die Argis. Ich bin sehr gespannt. So, wie geht's euch? Noch 20 Minuten, okay. Wie gesagt, das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge. 1,5 Minuten. Na? Du siehst auch irgendwie aus, grüner Schnabel. So wie dein Papa, ha? Und du? Du hast gar nichts Blaues. Gibt's irgendwelche Mutationen? Keine. Bei dir? Keine. So, und ihr Süßen, ihr wisst, ne? Ihr kommt dann mit rüber in die neue Base. Du bist ein Männchen. So. Gleich ist es soweit. Vier, drei, zwei, eins und hallo. Du bist ja auch so schön kackbraun. Nee, toll. So, Wanne deaktivieren. Folge mir. Kommst du hier raus? Ja, kommst du. Komm mal her, Kleiner. Oh Gott. Ich find's immer so herrlich. Die sind so winzig. Aber machen genauso viel Krach wie die Großen. Besonders cool ist es immer bei den Wiffern. So eine ganz kleinen Süßen. Die trampeln wie die Sau. Ja, ein Stück Platz machen, ne? Komm mal ein bisschen zu mir. Ein Tapichara. Ich hoffe, der bleibt da noch eine Weile. Oh, der ist wunderschön. Warte mal. Oh, fuck. Wieso habe ich jetzt alles weggeschmissen? Oh, bitte bleib da. Bitte bleib da. Du bist wunderschön. Stopp, stopp, stopp. Bleib da. Bitte. Brauche das. Brauche das. Wieso zum Henker? Nimmt er hier keine Waffen mehr? Oh ne, ist weg, ne? Ja, über alle Berge. Ich kann keine Waffen mehr ziehen. Okay, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Kleinen Moment mal bitte. So, okay, das sollte jetzt wieder passen. Mal gucken. Ich musste das Spiel tatsächlich einmal neu starten.
Ha, er hat's. Ich musste es einmal neu starten, weil ich hatte auch zwischendurch so eine leichte kleine Fehlermeldung, bei der ich mir aber nicht viel gedacht habe. Und ist nur ein 55er. Egal, ich will den haben, der sieht voll schön aus. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, machst du das jetzt mal? Das Schöne ist, dass OBS so eine Pausefunktion hat mittlerweile. Oh, da ist ein roter Lootstrahl. Das ist ja geil. Ich nehme mal die Baits hier rein. Du hast eh gleich wieder Durst, ne, Diggi? Hast du gleich wieder Durst. Ja, wunderbar. Ja, nimm das. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier ohne Vogel unterwegs bin. Ich guck mal kurz nach den Babys. Dann zählen wir uns den Tapichara. Wie geht's euch? Hast du genug zu essen? Fast. Hier noch ein bisschen was. Wieso denn Fleisch? Seit wann essen die denn Fleisch? Oh Gott. Was tue ich denn meinem Ankylo an? Du Armer. Oh Gott, der wäre fast abgekratzt, ne? Oh. So, du kriegst Fleisch. Bitte. So, Geier. Bleib mal kurz hier vorne. Komm mal her hier. Oh, ein Delifo. Warte, warte, warte. Muss den mal hier kurz wegmachen. So. Mein Kleiner. Komm mal jetzt hier. Komm mal hier bei Fuß. Hier. Hier runter. Ja, ja. Komm mal hierher. Sehr schön. So, du folgst mir ja sowieso. Dich möchte ich einmal mitnehmen. Du hast einen Kringel. Ölpumpe, Spinosattel, Mantissattel. Wir gucken gleich, wenn wir wieder zu Hause sind. So, lass mal rüber. Ich muss noch schnell das andere Ei ausbrüten. Ja. So. Der passt aber, passt der da oben noch mit rein? Oh Gott. Okay. Hi, willkommen in der Familie. Du kannst dich auch hinsetzen, ne? Oh, die sind so krass, aber die können auch Felsen hochklettern und. Und die sind schnell. Können nicht viel tragen. Sind groß. Passen nirgendwo rein. Nee, schön. Aber den fand ich jetzt so schön, den konnte ich da jetzt nicht rumflattern lassen. So. Hier sind es noch 12 Minuten. Das reicht uns nicht. Ein Ei noch. So. Argentavis-Ei fallen lassen. Zack. So, das sind jetzt noch knapp 1,5 Minuten. Ich brauche ein bisschen mehr. Habe ich genug Fleisch? Doch, das passt. So, du kannst jetzt über den Ton futtern. Du, noch nicht. Du auch nicht. So, oh, ich bin so neugierig. Ich hoffe ja eine Kombination aus beiden irgendwie, aber ich befürchte fast, es wird nur eine Variante werden.
Weiß nicht, welche mir besser gefällt. Ich gehe nochmal auf ein anderes Licht. Spannung steigt. Die Spannung steigt. Dann müssen wir uns aber zeitnah auch noch ein paar süße kleine Tierchen zähmen. Ne, wenn mein Balbi jetzt, nicht der Balbi, ich hatte ja kein Balbi, sondern ein, oder war das ein Jerboa, genau. Davon möchte ich ein paar haben und Otter und sowas. Und bei Aberration, in der Aberration-Welt, da möchte ich auch noch ein paar Sachen holen. Balbis, wie gesagt, und diese Glowtails und wie sie alle heißen. Ja. 3, 2, 1 und... Hallo? Ah. Okay. Ich weiß noch nicht so recht. Komm mal raus. Komm mal ein Stück vor. Bisschen hier noch. Ich bin nicht ganz sicher. Ach, abpfeifen. So, erstmal kriegst du was zu essen, bevor du mir hier abkratzt. So. Die brauchen ja also furchtbar lange, ne? Hier ist eine Mutation. Aber ich glaube, die Mutation hat der Vater sowieso schon wegen diesem Gelb. Nein, hat er nicht. Okay. Wir haben eine Mutation. Wahrscheinlich das Schwarz, weil er hat ja hier nur Weiß und dieses helle Gelb. Und Bubble hat ja Weiß und... Moment, wir gehen nochmal kurz hoch. Bubble hat ja Weiß, aber ein bisschen Schwarz. Okay, Weiß und dieses tolle Orange und Schwarz. Okay, was für eine Mutation hat dann bitte... Agent Bubble? Oder vielleicht das da oben. Das wird ja, oh, das wird süß. Ich glaube, der Kleine kriegt oben so ein oranges Häubchen. Und kriegt oben so ein oranges Häubchen. Den Rest von dem Papa. Naja, mal gucken. Baby Alert. Du bist süß. Mal gucken, wie du aussiehst, wenn du fertig bist. So, und ihr? Noch 7 Minuten 40. Wir könnten das auch noch schaffen, ne? Dann überziehen wir jetzt ein bisschen. 7,5 Minuten. Wir sind jetzt bei 29 Minuten. Ach komm, wir haben schon schlimmere Folgen gehabt. Die Zeit schaffen wir jetzt auch noch. Dann kann ich ja in der Zeit mal schnell so ein Tapechara Dings basteln, weil ich gebe dem Kleinen noch ein bisschen Fleisch. Die sind ja so grauenhaft verfressen. So. Wie sieht's bei dir aus? Du frisst jetzt aus dem Trog, ne? Fein. Du noch nicht. Du brauchst noch ein paar Beeren. Tapechara-Sattel. Mal gucken, wo ich den bauen muss. In der Werkbank. Okay.
Auf geht's. Moment. Hier, da muss ich hin. Tabejara-Sattel. Ölpumpe. Ich hatte, glaube ich, sowieso noch eine zweite. Hier sind noch ein paar Baupläne. Lymantria-Sattel. Den nehme ich mit. Das braucht keiner. Ah, ich nehme es mit. Okay. So. Mal krass. Aber ich glaube, hier kann auch ein anderer Vogel kraxeln. Ne? So, passt du denn da oben mit rein? Nein. Der Tapichara passt hier oben nicht mit rein. Das heißt, du sitzt dann hier. Das hilft jetzt nichts. So, du kommst an den Futtertrog ran. Obwohl, da oben. Sitzt du halt hier. So. Und hältst hier Wache. So, die Dinger wollte ich eigentlich noch heiden. Das sieht sonst total kacke aus. Hier draußen so mit den Dingern. Dann kannst du nämlich auch hier vorne sitzen und Wache halten. Hier so am Wasserturm. Ja, schön. Steht dir gut. Die Mühle. Boah, bist du riesig. Okay, hier rüber. Na, kleiner Mann? Ja, dass man auch nicht sehen kann, was jetzt die Mutation ist, ne? Eine zufällige Mutation in der... Ach, in der Mutterlinie ist eine Mutation. Moment. Moment. Ich laufe nochmal schnell hoch. Das ist das Schwarze, ne? Ich denke, das ist das Schwarze. Tja, dann weiß ich auch nicht. Da steht auch nichts. Also muss die Mutation ja jetzt passiert sein. Also ich denke schon, dass das Schwarze die Mutation ist. Noch 2 Minuten. Ja. Ja, hat er leider nicht mehr übernommen. Das Ei war schon da und dann übernimmt er den Namen leider nicht mehr. Ärgerlich. Was ich cool finde, ist, dass das Baby einen Level von 205 hat. Weil man ja hier maximal Level von 150 hat auf dem, in dem Singleplay hier. Das ist natürlich eine krasse Sache. Tausender Ausdauer. Guten Nahkampfschaden. Also das ist eine kleine Kampfmaschine, ne?
Noch eine Minute. Dann haben wir ja 5 Babys. So, du kannst jetzt auch über den Trog, das ist schön. Alle können über den Trog, außer der AG und der Kasteroides gleich. So, dann gucken wir uns kurz das Baby an und dann machen wir auch Ende für heute. Süß, süß. So. 7, 5, 3, 2, 1 und. Ah. Bleib hier, bleib. Bleib. Oh Gott, die Stimme, wie süß. Soll ich kommen? Du bist also ganz der Papa. Rot-weiß. So, jetzt kriegst du erstmal was zu essen. Beeren. Keine Mutationen. Bist ein Männchen? Ich habe irgendwie nur Männchen bekommen, oder? Nee, das ist ein Mädchen. Männchen. 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 Oh Gott, wie süß der kleine Biber ist. Hallo. Okay, du kriegst noch ein bisschen mehr. Und das soll's gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht's dann weiter hier mit unserem kleinen Kindergarten, bis sie alle ausgereift und erwachsen sind. Und dann geht es los in Richtung unserer neuen Base, die wir dann gemeinsam bauen werden. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!